Das Spiel ist irgendwie eines, welches gefühlt jeder damals hatte. Nicht umsonst ist dieses Spiel auch aus keiner Gameboy-Spielesammlung wegzudenken. Aber wieso war es eigentlich so populär? Der Sport ist ja auch nicht unbedingt super, super, super populär. In diesem Test werde ich dieses Rätsel nicht auflösen können, aber lasst uns mal reinschauen, wie es sich so spielt. Was taugt Golf für den Gameboy heute noch? Das Spiel wurde von Nintendo selbst entwickelt und natürlich auch 1990 bei uns veröffentlicht. Wie nicht anders zu erwarten war, ist dieses Spiel gleich zum Start verfügbar. Immerhin müssen ja alle gängigen Sportspiele abgedeckt werden. Seit 2011 ist es auch auf der virtuellen Konsole des 3DS verfügbar. Also, eines kann man dem Spiel definitiv nicht vorwerfen. Es liefert genau das, was draufsteht. Nicht mehr und nicht weniger. In diesem Spiel frönt ihr also dem Golfsport. Wenn ihr das Spiel startet, habt ihr erst einmal die Auswahl aus zwei verschiedenen Kursen mit jeweils 18 Löchern. Einen großen Unterschied im Schwierigkeitsgrad oder ähnlichem habe ich jetzt nicht feststellen können, aber so kommt ihr auf insgesamt 36 Löcher, für die ihr jeweils so circa 2 Minuten im Schnitt braucht, aber nur wenn ihr euch auch wirklich Zeit lässt. Grundsätzlich wird versucht, der Sport möglichst genau nachzustellen. So habt ihr die Auswahl aus verschiedenen Schlägertypen. Da ich jetzt kein Golfexperte bin, hat mich das jedoch eher verwirrt als geholfen. Was genau ist der Unterschied zwischen einem 1W und 4W? Im Spiel selbst gibt es dazu leider keine Hilfestellung und so hilft nur etwas probieren. Eine Art zum Beispiel ist besser geeignet, um aus dem Bunker herauszuschlagen. Apropos Bunker, die einzelnen Löcher bzw. der Weg dorthin hat natürlich viele unterschiedliche Hindernisse, die beim Abschlag das Verhalten des Balls auch beeinflussen. So kommt ihr natürlich aus dem Bunker wesentlich schwieriger voran als vom Green aus. Bei Hindernissen erwarten euch jetzt aber keine großen Überraschungen. Beim Abschlag sollte dann auch der Wind in Betracht gezogen werden und wenn ihr kurz vorm Loch seid, wird euch auch entsprechend das Gefälle angezeigt. Die Funktionsweise des Abschlages ist an sich normaler Golfspielstandard. Zuerst legt ihr die Schlagrichtung fest. Dabei hilft es auch, dass ihr jederzeit eine Übersichtskarte mit den Hindernissen anzeigen lassen könnt. Auf dieser könnt ihr dann sogar die Richtung festlegen. Sehr praktisch, wie ich finde. Mit einem Tastendruck holt ihr dann aus und mit einem weiteren legt ihr die Kraft fest und damit dann auch dem letzten die Genauigkeit. Wer schon irgendwann mal ein Golfspiel gezockt hat, weiß, wie der Hase läuft. Wenn ihr die Abschlagtiming sogar perfekt beherrscht, könnt ihr einen besonderen Supershot ausführen. Wenn euch das Spiel alleine zu langweilig ist, dann könnt ihr dem Spiel sogar mit einem Linkkabel mit einem anderen Spieler um die Wette spielen. Golf für den Gameboy ist irgendwie der perfekte Name für das Spiel. Es ist Golf. Nicht mehr und nicht weniger. Der Sport wird hier wirklich ohne viel Schnickschnack umgesetzt und man merkt das Spiel an, dass es ein Launch-Titel ist. Grafisch hält sich dabei das Spiel sehr, sehr zurück. Es stellt alles klar und übersichtlich dar, hat jetzt aber keine großartige Finesse. Aber das ist auch nicht weiter schlimm, da dieser Faktor jetzt auch nicht wirklich stört. Beim Sound sieht es im Prinzip genauso aus. Er ist da, aber ist nichts Wildes Besonderes. Was taugt Golf für den Gameboy also heute noch? Wie schon erwähnt, ist der Name perfekt. Er beschreibt einfach und simpel das Spiel und so ist es auch. Ich persönlich kann mit dem Golfsport jetzt nichts anfangen, aber spielt sich eigentlich ganz nett. Für eine Runde zwischendurch auf jeden Fall geeignet, aber jetzt nichts, was stundenlang fesselt. Das Modul kriegt ja quasi überall hinterhergeworfen und daher könnt ihr mit dem Spiel eigentlich nichts falsch machen. Das war der Test zu Golf für den Gameboy. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Menschen, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.